Okay, lass uns zum Abschluss mal, jeder stellt dem anderen, was weiß ich, ein oder zwei Fragen noch. Ja, okay. Gab es schon mal eine sehr, sehr, sehr tiefe Phase in deinem Leben? Und wie bist du damit umgegangen? Natürlich gab es eine sehr, sehr tiefe Phase. Die kurz zu beschreiben, es gab auch mehrere, gar keine Frage. Und zwar immer dann, wenn ich erfolgreich war, immer wenn ich erfolgreich war, also wenn ich besonders erfolgreich war, habe ich irgendeinen Blödsinn gemacht. Irgendein Quatsch. Was für ein Blödsinn. Ja, was weiß ich, zu viel Geld ausgegeben oder Wie hast du zu viel Geld ausgegeben? mich ausgeruht. Weißt du, also unnützen Quatsch, also vom Weg abgekommen. Ja? Also nicht den Weg weiter durchgezogen, sondern also ich würde sagen, erfolgreiche Aktionen unterbrochen oder Dinge abgeändert. Ja? Und einfach zu früh irgendwas Neues, weißt du, so Shiny Objects. So, ne? Was Also, glaubst du, woran hat es gelegen? Ich bin der Coolste. Das war dein Mindset dann, ja? Ja, klar. Okay. Also das war in dem Moment war das einfach so, jetzt hast es, jetzt bist du cool. Jetzt bist Okay. du toll, ja? So, also irgendwie sowas in der Richtung, ja? Das war's eigentlich jedes Mal, ne? So, Und das das ist ja waren Reflexion, was du gerade Ja, machst. klar. Du hast es ja So, selbst erkannt. ja, genau. Das waren einfach Dummheiten, ja? Das waren einfach wirklich dumme Ja. Aktionen, die mich dann in Situationen gebracht haben. Und da kommt der zweite Punkt, die es mir dann schwer gemacht haben, zu erkennen, ja, wirklich zu erkennen, also wieder den Weg zurückzufinden. Ja? Also ich kann heute wirklich mit Fug und Recht sagen, ich könnte einen Graphen erstellen, ja, also hier so, ne, so richtig einen Graphen. Und immer dann auch, vor allen Dingen, wenn ich aktiv, also das ist so. Meine Haupt, also eine meiner großen Erkenntnisse, immer dann, wenn ich aktiv an mir gearbeitet habe, und zwar konstant, kontinuierlich an mir gearbeitet habe, war ich überdurchschnittlich glücklich. Ja, inklusive Erfolg natürlich, ne? Ja? Also Erfolg. Immer, wenn ich an einem Punkt war, wo ich glaubte, ich kann alles, ich weiß alles und ich brauche keine Hilfe mehr. Habe ich auf die Fresse gekriegt. Cool. Immer. Ja? Und das führt mich dann auch zu dem Thema, ganz klar zu sagen, das Thema Ausbildung, ne? Also Ausbildung, Fähigkeiten. Du weißt, dass ich da ein großer Freund von Ja, bin. Ja? ja. Das Thema ist, Ausbildung heißt für mich, und da habe ich lange für gebraucht, auch, ne, für dieses Thema. Weil ich bin, soll man sagen, ich habe natürlich auch, wie was weiß ich hier, Blinkist, hier diese Zusammenfassungsbücher und so eine Bullshit-Scheiße. Ich habe halt irgendwann mal erkannt, wenn du Dinge wirklich verstehen willst, dann musst du sie zu Ende lesen. Und keine Zusammenfassungen, da musst du verstehen, weil Wissen lernen, der nächste Schritt ist verstehen. Und Wissen lernen und aufsaugen und dann wie so eine Schallplatte wiederzugeben, ist Bullshit. Das sind Loser. Das machen Verlierer, Schwartlappen, Leute, die keine Ahnung haben. Ja, das sind keine Umsetzer. Sondern du kannst Wissen nur wirklich umsetzen, wenn du es auch verstanden hast. Ja, weißt du selber, Einwandbehandlung. Wenn du das alles nicht checkst, dann setzt du das niemals um. Also Wissen, verstehen, umsetzen. So, anders funktioniert das nicht. Und da habe ich dann eine Zeit lang gebraucht, ne? Du hast dann saugst die ganze Kacke alles rein, 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 rein. Aber am Ende des Tages hast du einfach zum Beispiel eine Verwirrung und Durcheinander, weil der sagt das, der sagt, was ist denn jetzt richtig? Ja, so und da war das Thema Verstehen, Checken. Also was ist wirklich dahinter und wie funktioniert das? Also einen, sagen wir mal, Fachbereich zum Beispiel wie Verkauf, den wirklich so zu checken, so zu verstehen, was eine Gesprächseröffnung, was ist auf der anderen Seite eine vernünftige Bedarfsanalyse, wie arbeite ich einen Pain von einem Kunden heraus, ja und so weiter. So, das ist das Thema. Also das wirklich zu verstehen, was bedeutet Unternehmertum, was bedeutet Mitarbeiter einzustellen, wie macht man das richtig, wie führt man die und so weiter und so fort. So. Und das war für mich im Prinzip sozusagen die Antworten und auch die Verantwortung zu übernehmen. Am Ende des Tages muss ich diese Antworten selber finden. Und ich muss, woher auch immer, ist ja völlig wurscht. Aber ich
muss am Ende des Tages die Verantwortung übernehmen, weil ich bin derjenige, der am Ende des Tages mit mir selber klarkommen muss. Okay. Das war für mich eigentlich so das Wichtigste. Also auch da die Verantwortung übernommen und dementsprechend rausgekommen. Okay, und die zweite Frage. Aus dem Tal der Tränen sozusagen. Aus dem Tal der Tränen, ja. Und die zweite Frage ist, wenn du den 14-jährigen Heinz heute vor dir hättest. Ja. Und du müsstest dem so, vielleicht eine philosophische Frage, so ein bis drei Punkte fürs Leben mitgeben. Was würdest du dem den jungen Heinz mitgeben? Also auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, ich würde ihm einer der wichtigsten Punkte ist, sei kompetent oder werde kompetent. Mhm. Also ich weiß, wenn du kompetent bist, wenn du wirklich eine Sache richtig geil kannst, wenn du da richtig gut drin bist, boah, ey, das gibt so viel Power, das gibt so viel Energy. Und ich glaube, jedem jungen Menschen da draußen, wenn man sagt, werde kompetent in einer Sache, das ist schon richtig krass. Also das ist eigentlich meiner Meinung nach mit der beste Tipp, den man jemandem geben kann, weil das alles andere folgt ja dem. Ne? Egal, unternehmerische Kompetenz, als Führungskraft und so weiter. Ja, Kompetenz, ganz klar. Also werde kompetent, definitiv. Okay. Darf ich da was du darfst alles hinzuradieren? Ja. Aber nicht bei meinem Kind. Ich hätte jetzt also als Idee dazu, die Kompetenz bedarf ja auch, sich gut kompetent verkaufen zu können. Ich gebe mal ein Beispiel nur. Ja, also vielleicht Kompetenz siehst du das so. Das meine ich aber damit. Okay, ein Beispiel nur. Ja. Ein Beispiel. Ja, klar. Nehmen wir mal zwei Ärzte, die haben beide 1000 Herzoperationen hinter sich und der Patient muss leider eine Herzoperation sich unterliegen und der ist jetzt bei zwei Ärzten. Beide haben 1:1 dieselbe Qualifikation, dieselbe Kompetenz, dieselbe Anzahl der chirurgischen Behandlungen hinter sich. Und der eine Arzt, der sagt, hey, so, Sie haben jetzt eine Herzoperation von mir, ich kann Ihnen nicht viel versprechen, ich weiß nicht, wie das Ganze ablaufen wird, ist nicht meine Art, Ihnen jetzt zu viel Hoffnung zu geben, ich werde mein Bestes geben. Das ist der Arzt A. Arzt B sagt, ich freue mich, dass Sie bei mir behandelt werden und ich kann Ihnen eine Sache sagen, ich habe ein sehr gutes Gefühl bei dieser Operation, weil ich habe anhand meiner Erfahrung die besten Herzoperationen hinter mir und ich werde mein Bestes geben, dass Sie diese Operation genauso gut abschließen werden wie alle anderen, wo das auch mir gelungen ist. Beide gleiche Kompetenz, der eine verkauft besser. Absolut. Okay, also das. Ja, aber Kompetenz nochmal, der Kompetenz auch, da müssten wir jetzt mal das Wort kompetent nochmal definieren. Okay, okay. Der Punkt ist also, Kompetenz heißt ja in einer, also Experte, eine Sache oder mehrere Sachen eben richtig gut zu können. Ja. Ja? Und dazu zählt natürlich auch heute, ja, das Verkaufen, weil wer sich nicht verkaufen kann, der kann ja am Ende des Tages, egal ob als Mitarbeiter bei dir oder bei mir im Unternehmen, der muss auch Promo machen für sich. Ne, der muss auch sich verkaufen. Ja. Ne, der muss Promo machen. Wenn der coole Jobs abliefert, dann macht er doch Promo, er verkauft sich doch dadurch. Ja, ne? Dann verkauft die Leistung. Und deine kleine Maus zu Hause, bei mir sind es ein bisschen größere Mäuse, ja, die verkaufen sich doch auch. Ne? Also das ist ja auch eine Kompetenz, ne? Verkaufen. Also das meinte ich damit. Okay, ja gut, ja. Also ganz klar, aber trotzdem ein sehr geiles Beispiel. Ne? Okay, also erste Kompetenz. Zweitens, was kriegt der Heinz noch mit? Ich liebe so Fragen. Ja, finde ich cool. Also ich brauche auch gar nicht lange überlegen, weil aus der Kompetenz erwächst ja schon unheimlich viel. Ne? Also da unheimlich viel erwächst daraus. Was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist gute Manieren. Gute Manieren. Das finde ich super wichtig. Das ist ein geiler Tipp. Gute Manieren. Was sind gute Manieren? Also ich finde zum Beispiel das Thema, was ist Größe? Was ist wahre Größe? Wahre Größe ist für mich, wir wissen, dass Menschen scheiße sind und wir wissen, oder schlecht sein können, ja, können. Und wir wissen natürlich auch, dass Menschen cool, nett und lieb sein können. Ja. Und für mich ist wahre Größe das, wenn ein Mensch in der Lage ist, trotz der Tatsache, dass du mich jetzt vielleicht angegriffen hast, nicht cool zu mir warst und so weiter, erstmal den Glauben
den Glauben nicht an die Menschen zu verlieren, Punkt Nummer eins. Zweitens, trotzdem cool zu dir bleibt, ja? Also das heißt jetzt nicht in Wut, Hass und so weiter, weil Hass ist nie eine Lösung, das sehen wir ja gerade auf der Welt, ja? Hass ist einfach keine Lösung und glaub mir eins, Alessandro, ich kann ein Lied davon singen. Ich kann ein Lied davon singen, weil ich selber auch in Wut und Hass und Trauer war und durch so negative Phasen des Lebens gegangen bin. Ist auch immer menschlich, oder? Ja, natürlich, klar. Ist ja wieder eine Sache, wie man damit umgeht. Absolut. Reflexion. Ja, absolut, ja, absolut. Also das finde ich total smart. Aber das ist ein Teil von guten Manieren, finde ich, ne? Also Menschen so zu behandeln, wie man selber behandelt werden will. Ja. So, und das heißt aber nicht, und jetzt muss man eine Sache dazu sagen, das heißt nicht, Schuld zu vergeben. Weil das ist nämlich Schwachsinn. Mach mal ein Beispiel. Ja, kann ich ja sagen. Wenn du Scheiße gebaut hast, hast du Scheiße gebaut, dann brauche ich dir nicht zu vergeben. Ja? Dann hast du Scheiße gebaut, aber ich habe dich trotzdem lieb. Aber deshalb hast du ja trotzdem Scheiße gebaut. Ja? Also wenn mein Vater zu mir schlecht war früher, ja, weil er mich irgendwie geschlagen hat oder sowas oder mal mir eine Watsche gegeben hat, ja, dann brauche ich die Tat nicht zu vergeben, weil die Tat ist Scheiße gewesen. Die Kunst dahinter ist, zu sagen, ich finde dich trotzdem cool. Weil die Vergebung, das Eingeständnis dieser Schuld, das muss diese Person sich selber geben. Verstehst du? Okay. Da geht es nicht um mich. Das ist eigentlich das Learning dahinter. Das Learning für mich dahinter ist, wirklich zu sagen, pass mal auf, wenn mich einer schlecht behandelt, dann kann ich die Handlung, kann sagen, okay, aber das macht ja mit mir, verstehst du, das macht mit mir was oder das macht nichts mit mir. Ja, also es geht, in dem Thema Menschen zu, sagen wir mal, Liebe, love is the key, sage ich jetzt mal an der Stelle. Love is always the answer. Ich finde das so, es ist wirklich so. Ja, es ist auch so. Ja, das heißt also, wo ich wirklich sagen kann, natürlich ist das eine andere Liebe, die ich zu dir empfinde oder zu meinem Sohn oder zu jemand anderem, zu meiner Partnerin oder zu sonst eben wen. Das ist halt immer natürlich ein bisschen anders abgestuft, aber Liebe kennt kein Ranking. Im Übrigen, ja. Also Liebe ist Liebe, Punkt. Ja, also eine besonders hohe Affinität, so würde ich es mal nennen. Ja, das ist das einfach. Ne? Also ich will es jetzt nicht zu weit ausdehnen, aber der Punkt ist, es geht nicht um Vergebung, sondern es geht darum, die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind und trotzdem zu lieben. Das finde ich geil. Ja, weil das ist halt, okay, das ist jetzt schon ein bisschen höheres Ding. Ja? Ja. Das schafft jetzt nicht so schnell jeder, brauchen wir auch nicht drüber reden. Ne? Ja, am Ende des Tages ist es auch irgendwo verstrickt in eine Art aus Liebe auch loslassen zu können. Ne? Also wenn ich es daran festhalte. Klar, natürlich, absolut. Egal was ist, annehmen zu können. Ja klar, annehmen. Mit Hingabe annehmen zu können. Ja, absolut. So gute Manieren ist aber auch, ja, einfach Dinge wie benehmen. Ja? Essenstischregeln. Ja, oder so einfach. Kniegeregeln. Jeder hat ja so ein paar Sachen, ne? Aber zum Beispiel auch, ich sag mal, sich vernünftig zu kleiden und sich zu waschen und, weißt du, zu pflegen, pflegsam mit sich und seiner Umgebung umzugehen, Ordnung zu halten und, weißt du, solche Sachen, ne? Und eben einfach, anderen auch so ihren Raum zu lassen, ne? Weißt du, anderen ihren Raum zu lassen, anderen auch so ein bisschen sie so sein zu lassen, wie sie sind, ja, ihnen natürlich gerne zu helfen, wenn sie sich entwickeln wollen, aber das sind alles so gute Manieren, ja, also Dinge, es gibt halt Dinge, die tut man, aber es gibt halt Dinge, die tut man halt eben nicht, weißt du, zum Beispiel andere Menschen abzuwerten, ja, so, was ist denn wieder für eine Brille an? Ja, es ist deine Brille, du hast dich für die Brille entschieden, es ist deine Brille, deine Entscheidung. So, wenn sie mir nicht gefällt, halt doch einfach die Fresse. Verstehst du, was ich meine? Halt doch einfach die Klappe. Sag da einfach mal nichts. Verstehst du, warum soll ich dir denn jetzt deine Brille schlecht machen? Ja. Das sagt doch viel mehr über mich aus an der Stelle als über deine Brille. Ja. Ne? Und wenn einem meine Krawatte, die ich nicht anhab heute, oder was weiß ich, du hast einen Bauch oder nicht, aber boah, du bist aber fett oder sowas, Jetzt mal abgesehen von ein bisschen Späßchen machen und Deckel. Ja. So, ne? Also gute Manieren finde ich schon total wichtig. Und Nummer drei, das letzte dann, ist einfach das Thema Lernen. Ja, also Lernen, das heißt für mich Ausbildung. Ja, also wirklich bilde dich immer weiter im Leben. Bilde dich immer weiter und höre nie damit auf. Höre niemals und niemals damit auf. Und ich würde mal sagen, klar, mir fallen jetzt mit Sicherheit noch ein paar andere Sachen ein, wir wollen es aber jetzt auch nicht noch weiter. So komprimiert war das jetzt. So komprimiert, weil Kompetenz,
Klar, kommt natürlich auch von Lernen. Ja. Aber so die drei Dinge, die mir so jetzt mal spontan eingefallen sind. Okay. So. Das wird ein cooler Heinz dann. Ja, also ich habe ja einen coolen Leon, ne? Der da jede Menge von umsetzt, ne? Was das angeht und auf einem tollen Weg ist. Und ich habe ja noch einen zweiten. Die sind beide auf einem guten Weg, jeder für sich, jeder auf seine Art und Weise. Und was halt ziemlich cool war bei meinen Jungs, war von vornherein, dass die sehr früh, beide, dass die sehr früh in ihrem Leben das gefunden haben, was sie machen wollen. Beide. Der eine mit 11 schon, ja, der eine mit 11, also Musik, ja, und der andere eben Verkauf, Sales, ne, halt auch sehr früh. Ja, das war also total glasklar. Und die haben auch klar die Entscheidung getroffen, dass sie das auch wirklich machen wollen. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass die Jungs für sich das schon so früh rausgearbeitet haben und das schon sehr, sehr geil. So, und da ist natürlich meine Ex-Frau und ich, wir gemeinsam für verantwortlich, dass das bei den beiden Jungs so funktioniert hat. Ja? Also zumindest mitverantwortlich, cool, dass das bei den Jungs funktioniert. Das macht mich schon sehr stolz, das muss ich schon sagen. Da darfst du auch schon sehr stolz drauf sein. Weil ich glaube, das ist nicht so selbstverständlich, dass in so jungen Jahren die Kids schon wissen, also diesen, ich nenne mal so diesen Feuerwehrmann-Effekt. Ja? So, also der Marlon, gut, Leon kennen ja viele jetzt hier auch aus dem Podcast, ne? Aber der Marlon, der hat mit 9 Jahren hat der da seine erste Entscheidung getroffen und dann im späteren Verlauf war ganz klar, das Einzige, was er im Leben machen wird, Musiker zu werden. Ja. Ja, aber genau, die sind ja nicht aus Zufall so geworden, wie sie sind. Mhm. Es ist ja nicht, die sind jetzt so gut, wie sie sind, weil sie so gut sind, wie sie sind, sondern ja, Fremde weil kommen, Kinder kommen genau. selten auf fremde Leute. Die eigenen Kinder kommen selten auf Fremde. Ja, du hast es ja vorgelebt. Du hast dir ja genau diese Realität, die du gerade siehst, erschaffen. Ja, ich muss dazu sagen. Deine Ex-Frau natürlich auch. Ich glaube, dass die Mischung an der Stelle bei, ich sag mal, natürlich auch Fehlern, die wir, auch viele Fehler, die wir gemacht haben, weil da wächst man ja auch rein in so eine Situation. Aber ich glaube, dass meine Ex-Frau es natürlich auch geschafft hat, durch eben das, was eine Mutter eben tut, ne, so eben Mutter zu sein, ne, so also das zu behüten und das umsorgen auf der einen Seite und dann die Art und Weise von mir auf der anderen Seite, dass das halt eben eine ganz coole Mischung geworden ist. Das definitiv, ja. Genau, jetzt kommen wir aber zu dir. Jetzt kommen wir aber zu dir. Was mich interessiert, Alessandro, ist ganz einfach, es wird heute ein langer Podcast, ja, aber dafür auch cool, ne? Was mich interessiert ist, du hast ja eine krasse Transformation auch hinter dir in den letzten so 5 Jahren, würde ich mal sagen, ne? So, ja. In den letzten 5 Jahren. Und du warst natürlich auch vor 5 Jahren auch schon cool, genau wie ich. Oh, wir beide waren ja jetzt nicht Blinde oder sowas, aber trotzdem ist in den letzten 5 Jahren viel passiert. Ja. Was aus deiner Sicht sind so die drei Hauptdinge oder auch Entscheidungen oder ja genau, die Hauptdinge, worauf du deinen Erfolg, und das muss man ja betonen, ne, also wir reden jetzt nicht von, ich sag mal, knapp 7-stellig Jahresumsatz bei dir, sondern du bist im gut fett 7-stelligen Bereich, wo du Umsatz machst im Jahr. Knapp 8-stellig. Und genau, du bist bald schon 8-stellig unterwegs, ja. Du hast ein cooles Büro, du hast ein cooles Team, ja, du hast eine geile Company, also du bist schon richtig fett unterwegs, ja. Also das mal, um das auch mal hier ganz klar hervorzuheben. Was waren diese Punkte? Boah, da darf ich kurz überlegen. Wie viele Punkte möchtest du denn hören? Ja, sag mal drei. Sag mal die drei entscheidenden. Um als Unternehmer richtig durchzustarten. Ich denke, einer der wichtigsten Sachen von mir auch jetzt, die ich da vorgelebt habe, war die Bereitschaft oder den Mut, sehr groß zu denken. Mhm. Extremst groß zu denken. Sich nicht zu limitieren aufgrund von schlechten Ergebnissen anderer in meinem Umfeld. Sich nicht zu limitieren aufgrund Mindset-Probleme anderer, die nicht an mein Geschäftsmodell glauben, sondern an seine eigenen großen Ziele. War das denn so? Also hast du viele gehabt, die dir gesagt haben, dein Geschäftsmodell ist für den Arsch? Ja klar, die haben ja gesagt, immer, was willst du da machen? So, was willst du da mit dem komischen Business? So, was hast du da vor? Mach mal lieber was Normales zum einen oder zum anderen. Mach mal was Anständiges oder damit wirst du nicht erfolgreich werden. Also so der übliche Umwelthammer. Der typische Umwelthammer, ja. Und das ist auch vollkommen okay, weil ich sehe
dass ich bin dankbar, das bekommen zu haben, weil dadurch durfte ich mich entwickeln. Weil diese ganzen Blablabla-Dinge sind Tests für mich vom Erfolg. Wie ernst meine ich es wirklich, erfolgreich zu werden? Mhm. Lasse ich mich davon zurückschmettern oder lasse ich mich davon dankenderweise entwickeln? Ja, genau. Mhm. Ja, also groß denken. Okay, cool. Also groß denken, think big. Think big, ja. Okay, cool. Gut, du gibst dir richtige Impulse, Zielsetzung. Ja. Also Zielsetzung, ja. Großdenken. Genau, Großdenken und große Ziele zu haben. Dann B, nun ja, die Bereitschaft auch irgendwo Opfer zu bringen. Also, es hört sich immer so hart an. Am Ende des Tages ist Unternehmertum aber auch hart. Bist du ein Workaholic? Laut Familienmitgliedern ja. Ja. Aber das Spannende ist, ich empfinde es einfach nicht so. Das ist genau der Punkt, weil ich sage dir, die Arbeit ist gar kein Problem. Das ist, weil die Arbeit ist nicht das Problem. Ja. Ne, das Problem ist, dass man die Dinge, die man arbeitet, eben auch hier wieder, ne, Reflexion, Konfrontation, ja. Wenn du natürlich permanent mit dem, was du hast, dir das auf den Sack geht, du hast da keinen Bock drauf und du identifizierst dich nicht mit dem, was du da tust, ja, du hast nicht die notwendige Disziplin oder was auch immer, dann bist du natürlich auch jeden Abend komplett im Arsch. Ja. Du bist ja komplett kaputt. Bist du abends kaputt? Also so richtig, ich meine so richtig am Arsch? Manchmal ja, manchmal nein. Aber so meistens jetzt, sag ich mal. Die Bilanz ist bei häufig nein. Ich setze mich manchmal um 10 Uhr noch dran und habe Bock, irgendwas zu machen. Ja, ich null. Dann will ich irgendwas im Mitgliederbereich, Mitarbeiter-Onboarding-Prozesse, irgendwie noch delegieren an Mitarbeiter, das kann optimiert werden. Ja. Also ich bin null platt abends, 0,0 Zero platt. Ja. Ja. Also ich brenne abends noch genauso wie morgens um 7. Ja? Ja. Also wirklich lichterloh. Ja? Also okay, das finde ich geil. Also das ist der zweite Punkt. Der zweite Punkt war jetzt die Opfer bringen. Der dritte Punkt ist, ich habe einfach sehr... Also, warte nochmal ganz kurz zurückspulen. Ja. Opfer, also heißt den Preis bezahlen. Ich bin bereit gewesen, den Preis zu bezahlen, um jetzt jeden Preis bezahlen zu können. Mhm. Also monetär. Okay. Geiler Spruch. Ja. Sei bereit, den Preis zu bezahlen, um später jeden Preis bezahlen zu können. Ja, also das erste war ja Großdenken. Zweitens war, einen gewissen Preis zu bezahlen, respektive Opfer zu bringen. Und drittens war, ich habe Unmengen Geld in mich, in mein Wissen, in meine Weiterentwicklung investiert, um genau mir die Dinge zeigen zu lassen, die ich einfach nicht gut mache. Also nicht nur also, darauf zu reiten, was man geil macht, Ausbildung. Auf die blinden Flecken. Ausbildung. Fähigkeiten. Ja, also, Fähigkeiten aus. Also Unternehmertum, einfach ja, klar. So unterschiedlichsten Ausbildungen, ne? Also Mindset, Coaching, alles, Seminare alles, was, und also immer die Bereiche, um mich zu investieren, um einfach auch, ja, wie beschreibt man das jetzt nicht zu weit weg, dem, nennen wir es mal, Mr. Universum Geld zu zeigen, dass ich Geld gerne fließen lasse, um entsprechend viel Geld wieder zu mir zurückkommen zu lassen. Ja, verstehe. Sei es auch Bereitschaft investieren in Mitarbeiter. Die Bereitschaft auch loszulassen, weil loszulassen ist auch für mich eine Art Investition. Fällt dir das leicht? Also mir hat Loslassen in meinem Leben tendenziell eher sehr schwer gefallen. Mhm. Weil ich auch lange das Gefühl hatte, so ich bin halt irgendwie krass. Ich bin halt irgendwie krass. Also so nach dem Motto, ich muss aber auch, du musst aber auch alles, du bist krass, aber auch krass musst du alles im Griff haben. Ich hatte das Gefühl, oder anders, ich konnte schon loslassen, aber ich habe jede Minute beobachtet, die du gemacht hast. Ja, ich verstehe. ich verstehe total, was du meinst. Hast du so ein GPS? Ja, also bei mir kannst du frei arbeiten, aber ich schaue zu. Genau, du bist komplett frei. Und was machst du da? Ja, ich verstehe total, also, was du meinst. Ja. Das hat mir nicht schwer gefallen. Das war halt auch eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit. Lernen zu delegieren, lernen wirklich loslassen zu können. Und die Bereitschaft halt sehr viel zu investieren in sich selbst. Ja. Was soll ich erwarten? Was soll vom Erfolg kommen? Wenn ich an mein Geld festklammer, an meinen Erfolg, den ich gerade habe, festklammer, wie soll sich denn der Erfolg mir gegenüber öffnen? Es funktioniert einfach nicht. Ja, zumindest absolut. Ist mein eigener Erfahrungswert. Absolut, sehe ich ganz genauso. Also das ist definitiv 100% genauso. Ja. Ne, wenn du, bei mir war es auch so, das Investment in mich selber, in meine Person, hat sich einfach, jetzt bin ich natürlich im Alter, im Vergleich zu dir, du könntest ja auch mein Sohn sein, jetzt mal so vergleichsweise betrachtet, aber jetzt das wirklich ein bisschen mit einem Lächeln gesagt, der Punkt ist halt einfach der, jeder setzt ja seine Prioritäten, ja, oder jeder setzt seine Schwerpunkte, aber es ist auch vollkommen wurscht, weil jeder sucht sich ja sein Game oder einfach sein Ding aus, was er gerne hat, ja,
Und was ich einfach komplett krass finde, ist gerade eben auch, sehe ich ja bei meinem Sohn, auch bei Leon, ist einfach, dass wir haben so viele Möglichkeiten, so viele Möglichkeiten, und man könnte eigentlich sagen, Mensch, macht doch einfach was draus, ja, macht was aus eurem Leben, ne? Egal jetzt, ob du Unternehmer werden willst oder vielleicht der andere, wie jetzt mein anderer Sohn, Musiker, also einfach sorg dafür, dass du aus deinen Talenten, ja, aus deinen Neigungen, aus deinen Fähigkeiten und natürlich auch aus dem, was du wirklich magst, mach was draus. Ja. Und das ist, ich glaube, vielleicht ein ganz gutes Schlusswort, das ist Verpflichtung. Das ist für mich Verpflichtung, dass du aus dem, was wirklich was rausholst, dass du aus dir das rausholst, was drin steckt. Weil es steckt alles drin, oder? Es steckt alles drin. Machen ist Macht. Genau so ist es. Nichts anderes. Nichts machen macht auch nichts. Nein. Aber am Ende des Tages, ja, das ist es. That's it. Ja, ja, genau. That's it. Das wäre so ein Bonus-Ding bei mir in meinen Jahren. Ich habe halt einfach nicht lange überlegt, habe einfach gemacht. Und wenn ich auf Fresse geflogen bin, dann habe ich dieses Spiel des Prozesses mir angeschaut. Und das ist halt total geil zu scheitern irgendwo, weil. Das ist halt ein Prozess. Ist es auch gut, wenn man mal auf die Fresse kriegt. Wenn du es vermeiden kannst, vermeide es. Wir wissen einzukaufen und Co. Das ist ja ein gewisses Vermeiden von unnötig viel Geld zu verbrennen. Ich hätte mir damals gewünscht, jemanden an meiner Seite zu haben, der mir sagt, guck mal das, das und das. Das wäre halt vielleicht einfacher gewesen. Aber auch da, es werden Rückschritte kommen. Und wenn man das wie dieses Super Mario-Spiel immer wieder anschaut, ey, ich bin jetzt gerade gescheitert, um auf Level 4 zu kommen. Ja geil, dann war ich einfach noch nicht so weit, um Level 4 spielen zu können. Es geht nicht darum, der Unternehmer zu werden, der es geht nicht darum, ein Unternehmen aufzubauen, das die Millionen bringt, sondern es geht darum, die Person zu werden, die es verdient hat, ein Unternehmen aufgebaut zu haben, das Millionen liefert. Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch ist es ja ein kompletter Irrglaube, ja? Ja, davon auszugehen, dass es im Leben überhaupt ohne Probleme, Hindernisse gehen wird, ja, das ist ja, weißt du, da müssen noch kleine Kurve schlagen, also vor allen Dingen, weil das ja, wenn ich mir so diese Typen angucke, digitale Nomaden, und ich will das gar nicht verurteilen, ob jetzt jemand nach Dubai geht, ja, oder nach Bali oder sonst wohin, das ist alles fein, ja, nur der Punkt ist, das, was die Leute sich davon erhoffen, ne, diese, ist ja Freiheit, ne, Leute erhoffen sich Freiheit, ja, so, aber die gibt's ja nicht, es gibt keine Freiheit, die grenzenlos ist. Das ist Quatsch. Ja? Du hast immer irgendwo Hindernisse, Barrieren keine zu bewältigen. Keine Freiheit ohne Grenzen, keine Gesundheit ohne Krankheit, kein Licht ohne Dunkelheit. So ein Quatsch. Ne? Also das ist ein vollkommener Blödsinn. Und selbst wenn du irgendwann da sitzt und fängst da an, Sandkörner auf Bali zu zählen. Ja, also verstehst du? Ja, das ist natürlich auch ein unheimlich hoher Motivationsgrad, ja, Sandkörner am Strand zählen. Ne? Ja. So, das ist natürlich jedem das Seine, ja, jeder, wo er Bock drauf hat. Nur der Punkt ist, am Ende des Tages, es hat alles seine Herausforderungen. Ne? Und es gibt halt kein nichts im Leben, auch nicht den Nicht-Erfolg. Ne? Also du kannst der Harzer sein und da hast du die Herausforderungen, wie schaffst du es jeden Monat oder jedes Quartal aufs Neue, den Sozialbeamten zu überzeugen, dass er dir jetzt wieder irgendwelche Klamotten... Ist auch eine Challenge. Ist auch eine Challenge. Ne? Ist auch, auf einem anderen Level. Ist auch eine Challenge auf einem anderen Level. Das ist auch okay. Ja, das eigentlich also nicht okay. Also ohne es zu bewerten, aber das ist halt eine Challenge. So, ja, und ja, das ja. Krasse ist ja, diese Hartz-IV-Challenge ist ja eigentlich genau dieselbe Energie, das in eine Millionen-Challenge zu machen. Absolut. Es ist genau derselbe Kram, nur in einem anderen Spiel. Genau. Und im Übrigen ist es auch derselbe Kram, ob wenn du jetzt als Angestellter im öffentlichen Dienst versuchst, deine 17, 1800 oder vielleicht auch 2.000 oder 3.000 Euro netto nach Hause zu kegeln und das mit scheiß Kollegen, scheiß Arbeitsbedingungen, mit einem scheiß Job, mit permanent nörgelnden, keine Ahnung was, Leuten, ist genau dasselbe. Ja. Also überall ist es das Gleiche. Am Ende des Tages hat jeder die eigene Entscheidungsfreiheit. Ne? Verantwortung. Das ist ja auch bei auch so die Gamification, sind wir wieder bei Super Mario,
es ist ja immer freiwillig. Also letztendlich kannst du ja entscheiden, ob ich Super Mario spielen will oder eben nicht. Ne? Also jeder kann sich für sein Game entscheiden, ob er Immobilienmakler werden will oder Hochpreis-Closer oder keine Ahnung was, Automobilhersteller oder beziehungsweise Automobilverkäufer. Kann jeder selber entscheiden. Ja? Am Ende des Tages find your purpose. Ich bin schon ein Freund von einem Purpose. Ich finde schon, dass es wichtig ist im Leben, auch wenn vielleicht andere sagen, dass es nicht so wichtig ist. Ich glaube, am Ende des Tages macht es schon Sinn, die Dinge zu tun, die man eben auch gerne tut am Ende. Ja, aber nicht totdenken. Nee, also, ja, das... Mach einfach, du wirst dein Purpose auf jeden Fall, wenn es nicht dein Purpose ist, wirst du es erfahren. Genau, ja. Du wirst telefonier, ruf an, keine Ahnung, mach Akquise. Genau. Lern neue Fähigkeiten, mach einfach machen. Wissen ist nicht Macht, machen ist Macht. Genau das ist genau der Spruch. Also, machen ist Macht. Ausrufezeichen. Vielen Dank, lieber Alessandro, gerne, dass du heute hier warst. Alles Gute für die Zukunft. Ciao. Danke. Ciao.